Hier in Berlin darf man dann ab morgen nicht mehr Bus und Bahn fahren, wenn man keine Maske hat. Darauf wird seit mehreren Tagen auch hingewiesen, unter anderem natürlich auch an den Bahnsteigen. Und mir jetzt zugeschaltet ist der BVG-Chef Rolf Erfurt. Herr Erfurt, ab morgen ist es dann soweit, 11 Uhr. Man darf ohne Maske nicht mehr Bus und Bahn fahren. Wie genau wird das morgen organisiert, damit die Maskenpflicht dann durchgesetzt wird? Ja, guten Morgen, Frau Würzbach. Wir freuen uns erstmal und begrüßen außerordentlich die Anordnung des Landes Berlin, dass ab morgen Fahrgäste und auch unser Personal, wenn es mit direkten Kundenkontakt ist, Masken zu tragen haben. Ich glaube, das ist wichtig für den Gesundheitsschutz aller Beteiligten. Wir haben an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass Masken zu tragen sind. Und wir werden das natürlich in den nächsten Tagen sehr eng nachverfolgen und auch entsprechend beobachten. Heißt das, man fliegt raus aus der Tram, aus der S-Bahn oder womit man auch immer unterwegs ist, wenn man keine Maske anhat? Ja, also wir werden jetzt noch niemanden rausschmeißen. Wir werden das aber sehr eng beobachten und sollten wir feststellen, dass viele sich nicht an die Auflagen halten, dann werden wir uns kurzfristig mit den zuständigen Stellen hier im Berliner Senat auch zusammensetzen und schauen, wie wir dann entsprechende Regelungen bis hin vielleicht zu Strafgeldern nochmal auffahren müssen. Wir hoffen, dass das alles nicht notwendig ist, appellieren da wirklich an den Geist und Verstand unserer Fahrgäste, mit Maske dann auch entsprechend zu fahren. Morgen 11 Uhr, warum die Regelung? Das ist ja, nachdem dann der erste Schub Menschen zur Arbeit musste, wenn sie jetzt noch immer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, früh morgens mit der Regel einzusteigen? Ja, also wir möchten natürlich denjenigen, die vielleicht noch eine Maske kaufen müssen und sich die beschaffen müssen, eine Möglichkeit geben, das noch nachzuholen. Wir werden es aber ab dem Morgen natürlich beobachten, wie die Situation ist. Wir beobachten es über unsere Leitstellen, über unsere Sicherheitszentralen, über die Videostationen an den Bahnhöfen und werden gegen Mittag mit dem Senat dazu auch Rücksprache halten, wie das weitere Vorgehen ist. Der Regierende Bürgermeister spricht auch vor allem von sozialer Kontrolle. Denken Sie, dass man sich jetzt dann ab morgen auch anpöbeln lassen muss, im schlimmsten Fall, wenn man morgen früh noch nicht mit einer Maske in Bus oder Bahn sitzt von anderen Menschen, die auch damit unterwegs sind? Ja, also unsere Fahrer und unsere Personale werden niemanden anpöbeln. Die werden sicherlich, sollten Sie Fahrgäste ohne Maske sehen, höflich darauf hinweisen, zu sagen, beim nächsten Mal bitte Maske mitnehmen und anziehen. Sollte es dazu Konflikten kommen, im Endeffekt müsste man dann die Polizei rufen. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wie gesagt, wir werden das entsprechend beobachten. Rufen Sie jetzt dank der Maskenpflicht dazu auf, wieder mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren? Man hat jetzt in den letzten Wochen gesehen, es sind deutlich weniger Menschen mit Bus und Bahn unterwegs. Sagen Sie, jetzt kann jeder wieder fahren, es kann wieder voll werden? Ja, wir hatten in der Tat weniger Fahrgäste. Es waren aber immer noch in so einer großen Stadt wie Berlin rund 800.000 Fahrgastfahrten pro Tag. In Normalfällen haben wir deutlich über 3 Millionen. Wir fahren ab übernächsten Montag auch wieder unser volles Betriebsprogramm. Darauf freuen wir uns auch, dass wir allen Berlinern und Berlinerinnen wieder das zur Verfügung stellen können, was wir von der BVG kennen. Und wir denken, mit der Maskenpflicht ist es auf jeden Fall der richtige Schritt, den ÖPNV noch ein Stück sicherer zu machen, das Vertrauen aller Fahrgäste dann auch wieder zu gewinnen. Hinzu kommt ja auch, dass wir viele Maßnahmen ergriffen haben, wie die Desinfektion und permanente Reinigung unserer Fahrzeuge, insbesondere Türtaste, Haltestangen oder dergleichen, um da auch wieder ein gutes Sicherheitsgefühl und Vertrauen auch hinzukriegen. Ich habe gerade gesehen, Sie haben die Maske für sich auch schon dabei. Wir wollen jetzt in dieser Sendung natürlich alle Berliner und auch den Rest von Deutschland fit machen. Würden Sie einmal zum Ende die Maske aufsetzen, ein Zeichen und zeigen, wie es ab morgen dann in ganz Deutschland geht? Vielen Dank, Herr Erfurt. Das geht so und das geht gut. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Erfurt. Ab morgen dann in Berlin, in allen Bussen und Bahnen, auch in fast allen anderen Regionen von Deutschland, gelten Maskenpflichten in verschiedenen Bereichen.